Moin, eine neue Runde Satisfactory. Ja, heute wieder ein bisschen später, aber mein Zeitablauf hat sich ein bisschen geändert. So, ich zeige euch mal, was wir heute machen werden. Wir werden zum Beispiel eine Stromspannungsversorgungsoberleitung legen. Ganz einfach, easy. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Also jetzt hier nicht mit diesen, warte mal, ich mache mal hier gerade den Kram da weg. Jetzt nicht irgendwie mit diesen Pfosten oder so. Ne, schon, nee, das zeige ich euch gleich. Die Dinger, das muss ich mal abschalten. Ich muss vorher aber mal im Hub hier den Kram leer räumen, der da drin ist. Und dann schalte ich das ab. So, haben wir denn auch alle den neuen Teaser gesehen von Coffee Stain? Gestern, Donnerstag. Diese Teaser, wenn sie neue Updates bringen, die tun die immer donnerstags veröffentlichen. In der Regel kommen dann so 3, 4 Stück. Und dann kommt das Update im Experimental. Ja, das könnte dann so Anfang Februar sein. Also das war ja, das Ding gestern war ja ganz interessant. Ich nenne es mal so, die nennen es Blender. Ein Blender ist ein Mixer. Das war da drauf auch zu sehen. Irgendeine Flüssigkeit drin. Wasser? Glaube ich nicht, dass das Wasser war. Aber auch 2 Rohmaterialien waren da drauf, ganz kurz zu sehen, die in den Mixer reingehen. Und hat auch 2 Flüssigkeitsanschlüsse. Er hat also 2-mal Laufbandanschluss, Fließband und 2 Wasseranschlüsse oder halt Flüssigkeitsanschluss. Auf dem einen waren Aluplatten drauf und zwar die da, die. Auf dem anderen, habe ich jetzt gar nicht hier, denn doch die, waren die hier drauf, die schweren modularen Rahmen. Beides rein zu, also nicht raus, rein zu. Alu, schwere modulare Rahmen und eine Flüssigkeit in einem Mixer. Was kann das sein? Also die haben auch so kleine Geräte dann in diesem Teaser gezeigt, was da zusammengetütelt wurde. Schwer zu sagen, was das dann mal sein soll, werden soll. Eine Zentrifuge fürs AKW kann es definitiv nicht sein. Zentrifugen arbeiten ganz anders und nicht irgendwie so mixermäßig, wie es da war mit den Flüssigkeiten da drin. Das kann es nicht sein. So, ich habe eben im Off, dieses Ding musste ich ein Stück niedriger setzen, damit die hier in einer Höhe sind. Ja, ich habe das also hier nochmal ein Stück runtergesetzt eben. So, das wird bis da hinten hindurchgezogen. Die sind, wenn man so will, in der im zweiten Stockwerk. Es gibt ja noch eins, was oben drüber geht. Ne? Das kann man da oben drüber noch machen. Das hat einen bestimmten Grund, warum das in einer Höhe sind. So, wir brauchen hier unten auch eine Energieversorgung. Die Energieversorgung wird natürlich einmal durch das Ding da hier nach unten. Und wir machen die jetzt hier auf dieser Seite. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man eine Oberleitung legt. Passt mal auf. Ufbase heißt das so schön. Englisch sage ich schon. Wie heißt es denn? Gott, was mache ich denn hier für ein Mist? Ach, die habe ich hier gar nicht drauf. Warte, dann müssen wir es so machen. Ein 4er Fundament. Ja, jetzt müssen wir jetzt dahin. Auf das 4er Fundament machen wir einen Zaun. Über den Zaun machen wir noch einen Zaun. Der kommt dann automatisch dahin. Ja? Der Kram. Komm weg. Jetzt machen wir das so. Klatschen da einen Zaun dran. Und machen das mal nach da hinten. Irgendwo da hinten hin. Jetzt schwebt der da. Dann nehmen wir das Ding. Und tüdeln das da oben dran. Machen wir das in jedem zweiten machen wir das mal. So, machen das da oben dran. Und warum dieser Zaun? Das zeige ich euch gleich. Ich gehe jetzt mal hier hinten hin. Machen wir jeden zweiten, ja. Also hier die Rohre, wenn wir das hier nicht zu eng machen. Was auch immer halt die da bauen, ne? Was auch immer die halt hier bauen. Wir können halt hier keine normale, also hier eine normale Produktion aufbauen, wäre ein bisschen blöd. Weil man ja hier, falsch. Strahlende Material hier haben, ne? Alle strahlen sie. Toll. Alle sind sie mit allem zufrieden. So. Ja, komm, jetzt machen wir den da schon. So. Da machen wir ihn schon einmal. Komm. Bis da hinten hin soll es auch nicht leben wie ein Hund. So. 1, 2. So. Und so, und den machen wir jetzt mal da weg. So, da haben wir erstmal das. Warum jetzt nun diese Schiene? Sieht ein bisschen was aus, ein bisschen was von H0 Modellbahn. So ein bisschen.
mit Stromabnehmer da oben. Könnte es jetzt natürlich auch für die Optik. Warte mal, geht das eigentlich? Warte mal, das will ich jetzt selbst mal testen. Warte mal. Ich zeige euch jetzt warum. So, jetzt kommt jetzt hier. Jetzt haben wir es natürlich nicht in der Mitte. Ich mache mal hier. Ja, ist ein bisschen blöd. Mal gucken, wie ich das dann noch mache. Ich mache den mal weg. So, jetzt nehmt ihr hier dieses Ding vom Sturm und zum Beispiel das. Und die snappen da dran. Zack. Einmal nach rechts, einmal nach links. Ja. Flupp. Guckst du. Ja, das ist einmal nach rechts, einmal nach links. Musst ja nicht so nehmen. Musst ja nicht so jeden benutzen. Ja, aber jetzt machst du das so. Ach guck mal, dafür brauche ich jetzt schon wieder den Turbodraht. Habe ich gar nicht gewusst, dass man den dafür noch braucht. Habe ich schon wieder vergessen. Machst das so. So. Und so. Und nimmst ein Kabel, ja? Als Beispiel, wir machen es mal auf der Innenseite, weil das kommt ja von da, genau. Machen wir mal hier. Hier verlegen wir den, also was heißt Innenseite? So, dann machen wir es so. So. So macht man das. Also das hat jetzt von der Funktion her, ist das vollkommen Latte. Ob du das jetzt auf diese Strommasten setzt oder ob du es so machst, das hat einen einzigen Grund, und zwar die Optik. Mal was anderes machen, ne? Mal irgendwas anderes machen. So. So und so. Und dann kommt dann hier so ein Anschluss dann da rein. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier in der Mitte machen oder ob ich hier noch weitergehe. Eigentlich könnte man das ja noch nach da hinten machen. Das Einzige, was ich nicht getestet habe, ob der Zaun jetzt da dran snappt, wenn das Ding schon dran ist. Ungültiges Ziel. Halt! Ja, anscheinend nicht. Ah! Doch! Mach da. Dann geh du mal in die andere Richtung. Geh mal nach da hinten. Wir müssen jetzt nur mal hier testen. Dann machen wir den mal hier. Und da dran. Und das ist ja die Mitte von dem Ding. Und dann machen wir hier aber einen normalen Durchbruch, weil hier kommt es ja nur raus. Was ist ein Wandstromverteiler? Das ist nur ein einfacher Zack. Wo muss denn das Ding hocken? Eigentlich auf dem. Da. Ja, und dann machen wir es so, warte. Hocken den dahin. Die snappen halt so, ne? Das ist ja der Vorteil. Warte mal, hocken den dahin. An jedem von diesen Dingern. Ja. Man ist so. 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 Und so. Und dann auch da hinten. Dann können wir hier Modelleisenbahn bauen. Ne, wa? Dann können wir Modelleisenbahn bauen. So, das war jetzt hier. Das war das. So. Was wollte ich sagen? Ja. Was auch immer dieses Gerät da ist, also was meint denn ihr, was das Teil macht in einem Mixer mit Aluplatten und verstärkten Rahmen? Aluplatten könnte ich mir noch gefallen lassen, indem die Dinger da drin geschmolzen werden. War diese Flüssigkeit geschmolzenes Alu? Ich meine, das Ding füllt ja auch irgendwas ab, ne? Aber die verstärkten Rahmen, das Case von dem, was es ab, ist es flüssiges Alu? Also um Aluplatten zu verflüssigen, aber hallo, da brauchst du aber nicht so ein Ding, was sie da in dem Video gezeigt haben. Das muss aber anders da aussehen, das kann es ja vorne hinten nicht passen. Das wäre ein bisschen wieder weit weg von Bearbeitung. Ne? Also da lasse ich mir dann doch schon ein bisschen wieder Factorio gefallen. So, das war das. Jetzt ist das Ding natürlich nicht in der Mitte. Ne? Der ist natürlich, der wäre da, aber da kriegst du die Dinger nicht gesnappt. Oder doch? Ja, eigentlich schon. Dann müssten wir es jetzt wieder abändern, und zwar, aber dann habe ich da, wo diese Dinger da, will ich ja nicht. Ja, wir lassen es mal. Wir könnten natürlich jetzt, mal gucken, wie man das macht. Aber so baut man eine Märklin H0, wo ist das Ding? Da ist es. Märklin H0 Strom Oberabnehmer Ding Alarm. hier drin brauchen wir nur das. Wo ist das Teil jetzt nochmal? Ja, schon wieder. Wo ist es denn? Blind wie ein.
Wo ist denn das Ding? Ach da, ich habe auf die falsche Wand geguckt. Oh Mann. Nein, den. Warte mal, das müsste jetzt hier aber eigentlich mit den Kabeln gehen. Das, ja, jawohl, danke. Alles klar, dann gehen wir. Habe ich hier nicht mehr. Gehen wir mal. Wie hoch kommst denn du, bis es zu weit ist? Wow. Machen wir da hin. Komm mal her. Komm mal ran. Achso, wir haben ja hier die Leiter, da kann ich ja dann rüberspringen. Gott, bin ich wieder durch den Wind hier. Ja. Ich muss wieder zu anderen Zeiten aufnehmen, damit ihr das Video eigentlich mal zur selben Zeit bekommt. Wann kam denn das eigentlich? Ich glaube um 13 Uhr, ne? Jetzt haben wir schon 12.57 Uhr. Passt nicht so mit 13 Uhr. So. Muss ja noch gerendert werden, das geht aber schnell. Aber Upload. Ich habe kein schnelles Internet. Das habe ich nicht. Download ja, aber Upload nicht. Das ist das Problem. Und der ist ja eigentlich wichtiger jetzt. Ne? So. Den machen wir da. Jetzt müssen wir mal gucken, habe ich wieder ein Loch reingemacht. Und jetzt machen wir das Stromkabel innen oder außen. Das muss ich dann nochmal angucken. So, lass mal gucken. Flup. Das ist die Wand. Das ist die Wand. Zack, das ist die. Ist das Ding da? Ich glaube. Das muss ja alles geschützt werden. Jetzt komme ich hier durch meinen Spaghetti. Scheiße. So, Spaghetti. Wir machen das. Innen. Stromleitung. Nein, keine Stromleitung. Erstmal hier. Weil, damit man das noch warten kann, ne, immer in Augenhöhe. Da, hier kann der Monteur ja keine... Kann er ja nicht, ne? Leiter, jetzt hab ich's. Leiter hinsetzen. Deswegen machen wir es hier. Und zwar eins davor. Und ich da, dass das da genau da ist, ne? So, und dann gehen wir hier. Eins davor. Wohl. Hier müssen wir dann irgendwie raus. Wollen wir gerade gucken. Komme ich hier durch? Nein. Okay. Reißen wir nochmal ein Loch in die Wand. Scheiße. Wartungsfreundlich ist das nicht, was ich hier gebaut habe. Okay. Weg. Wie denn nur, dass ich hier rauskomme? So, passt. Muss halt irgendwann wieder schließen. So, lass mal gucken. Gehen wir hier zwischen. Kann ich eigentlich? Ja, kann ich. So. Die Bahnhöfe, die sind auch Spannungsverteiler. Denn die kriegen die Spannung ja durch die Schienen, wissen wir ja. Deswegen haben die keinen. Die haben schon einen eigenen Anschluss, aber man kann den halt abgreifen. Von wo kommt denn das Kabel? Lass mal gerade hier hinstellen. Ich will gucken, von wo das kommt. Ah, von da hinten. Okay. Das kommt von hier. Wobei das. Da ist der Anschluss. Ah, okay, alles klar. Das ist jetzt eigentlich nicht so schlecht. Wir machen jetzt hier. Der muss nochmal weg, sonst kriege ich den nicht mehr dran. So. Ich setze den erstmal hier unten hin. Und zwar dahin. Dahin. Zack. So. Wir haben das jetzt in dem Kanal für die Rohre. Wo ist denn das Ding? Wie kriege ich denn den? Gehen die Dinger da eigentlich durch? Kann ich die eigentlich auf den Fußboden setzen? Warte mal. Da macht dann Pfosten draus. Was ist denn, wenn ich da durchgehe? Ja, da tut er das Kabel durch das Dings machen. Upp. Warte mal. Der ist. Wo ist denn der Bahnhof? Der ist hier, ne? An dieser Kante. Wo steht denn das Ding? Der steht an diesem Pfost, an diesem Fundament. Und zwar ein bisschen mehr als die Hälfte. An dem da. Ja, mal wieder die Wand aufgerissen. Zack. Ja. Hier. Eigentlich hier hoch. Wo ist denn das Ding? Ich mach mal ziemlich weit, wie es geht, hier hin.
nehme ich mir ein Kabel, nicht draufklicken und hier hinten hochfliegen. Das ist ja genau vor diesem Forst, vor der Ausgabe. Wo ist denn das Kabel gerade? Wir könnten das. Da ist es schräg. Der ist hier. Der müsste hier. Kann man den da hinmachen? Sieht man das oder sieht man das nicht? Ja, passt doch. So. So. Was haben wir ja eigentlich? Energie. Scotty. Energie. So, das können wir hier wieder. Das machen wir dann wieder zu. Jetzt müsste das ja eigentlich. Da, ach, da hinten müssen wir noch anschließen, warte. Zaggy, nein. Dich brauche ich. So. Und so. Hier noch irgendeinen aufgerissen? Nee. Den geben wir hier mal links. Hier muss man halt nicht so oft rein, ne? Putzfrau ein bisschen zum Staubwischen hier. Ne? Man ist ja Sand. So, der ist jetzt. Der ist noch nicht angeschlossen. Wie bin ich denn hier. Na, hörst du mal auf, da hochzuklettern? Wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Hier, ne? Ja. Oh Mann. Irgendwie. So, jetzt habe ich. Das ist ja wie ein Labyrinth. Gehst du. So, wo ist denn das Ding hier? Da. So, und jetzt gehen wir hier mal gucken. Zack. Ich gehe mal mit dem Kabel da hoch. Boing. Und flop. Tada. Mach's nochmal zu. Jetzt sollten wir eigentlich da unten. Die Dinger mache ich erst weg, wenn ich hier fertig bin mit Bauen. Man weiß ja nicht, was kommt. Flop. Bremse. Immer bremsen. Bremsen. Achso, an den Dingern kann man übrigens die. An den Dingern kann man übrigens nicht messen. Was da angemessen ist. Muss man so machen. Geht nur an diesen Pfosten. Null. Warum null? Weil hier Ende. Jetzt nicht mehr. So, lass noch mal gucken. Passt. Wagel hat Luft. Weg mit dir. So, dann haben wir hier die Oberleitungsstrecke. Diese Rohre kommen auch bis nach hier hinten. Ja, alles vorbereitet. Bis nach hier hinten durch. Was auch immer das ist. Wir haben ja genug Fläche nach da hinten. Was auch immer wir bauen müssen. Und wir können auch nach oben bauen. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, so machen wir das. Und dann haben wir jetzt hier eine H0 Märklin Oberleitungsstromabnehmertrasse Modell. Ja, auch die Folge wieder ein paar Minuten kürzer, die ihr eigentlich so kennt, weil ich will hier, dass ihr das nachher noch seht und YouTube braucht ja mal Ewigkeiten zum Rendern, dann habt ihr am Anfang, wenn ihr das zu früh aufruft, nur Pixelmatsch. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir sehen uns morgen, dann wieder in alter Frische zur üblichen Uhrzeit. Und dann gucken wir mal, vielleicht Hypertubes morgen. Bis dann, ciao, ciao.